Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2. Ja, endlich geht's weiter hier in OMSI und zwar im Städtedreieck. Heute steht die R57 an. Vielleicht fahre ich sie auch noch zurück, das entscheide ich spontan. Aber erstmal kommt hier das Thumbnail-Datei speichern unter. Und dann nicht auf dem Desktop speichern, sondern dann speichern wir das an der richtigen Stelle im Videoordner unter OMSI 2. Ja, passend zur Folge 357 fahren wir die R57. Das ist Zufall jetzt. Vielleicht. Wo fahre ich los? Da. Genau hier. Vielleicht auch nicht. Also, ja, nach langer Zeit geht es dann doch endlich weiter mit OMSI. Warum kamen so lange keine Videos? Ja, anderthalb Wochen, ne? Also, außer GeoGuessr kam ja sonst nichts. Der Grund dafür ist eigentlich ganz simpel. Bin da nicht zugekommen, weil ich ja noch in dem dieses Praktikum hatte und die Masterarbeit. Morgen, eine Einzelfahrt bitte. Ja. Danke sehr. Bitte, bitte. Was macht der da? Ich will es gar nicht wissen. Ja. Ich habe deswegen einiges zu erzählen, weil eben so lange kein Video kam. Und ja, Praktikum habe ich inzwischen durch. Da habe ich den Bericht abgegeben, warte ich nur noch auf die Bestätigung des Ganzen. Das ist soweit geklärt. So, was haben wir noch? Dann Masterarbeit. Da habe ich jetzt komplett dran gesessen, ziemlich lange, habe das auch inzwischen auf Twitter mitgeteilt. Ich bin inzwischen fertig mit dem Schreiben. Hab jetzt ein paar Leuten gegeben, dass sie sich die mal durchlesen und mir ein Feedback dazu geben können. Abgabe ist am 13., also am Freitag. Das heißt, ich habe auch noch ein klein wenig Zeit, das Feedback dann einzuarbeiten, wenn ich das dann habe. Und ja, ich muss halt noch Bilder einarbeiten, die sich unterwegs so ergeben haben. Aber das ist das kleinere Übel. Die kann ich mich im Zweifel alle in den anderen packen. Kann ich aber auch im Text einbauen. Aber der Text ist halt schon relativ füllend. Ja, da war ich auch eigentlich schon eher mit fertig. Okay, hier will keiner mit. Wir fahren jetzt so einen Schnellbus ab hier, ne? Ja. Nächster halt ist erst Platz der Helden. Fachmannplatz. Also, ja, ich war schon relativ weit und dann fehlten noch die letzten Seiten. Letzten Seiten ist gut. Das waren auch noch so 30. Die habe ich dann innerhalb der letzten Woche geschrieben. Aber das habe ich jetzt hinter mir und ja, bis zur Abgabe ist jetzt auch nicht mehr so lange. Was noch? Ja, ansonsten gestern und heute habe ich dann mich ein bisschen entspannen können. Samstagabend ist jetzt, wo ich das aufnehme. Ihr schaut es dann sonntags. Ausnahmsweise mal. Ich war heute ein bisschen unterwegs. Hab gedacht, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung dazu, dass ich die ganze Zeit immer nur vorm Computer gesessen habe und nur den Bildschirm gesehen habe. Brauche ich mal was anderes zu sehen. Und habe mich dann dafür entschieden, mal ein bisschen rauszugehen. Das Wetter heute war relativ gut. Es war noch recht kalt, aber das stört mich ja nicht. Es war aber trocken. Das war das Wichtige. Und deswegen habe ich die Chance dann heute genutzt.
war draußen. Du biegst ab, dann kann ich ja auch abbiegen, ne? Ja, gesagt, getan. Hoppala. Ja, das ist ja egal, wenn du in die mittlere Spur fährst. Ich bin ja in der ganz rechten Spur. In der ganz linken Spur. So. Ja. Dann war ich heute ein bisschen draußen. Bin ein bisschen spazieren gegangen und hab mir gedacht, das sind doch alle bekloppt. Also nicht beim Spazieren gehen, sondern hinterher dann, weil ich bin nämlich in eine Richtung gelaufen und hinterher mit der Bahn zurückgefahren. Es ist so. Ich weiß nicht. Ich will das gar nicht beschreiben können, was da so passiert ist. Ah, nicht schön. Also nichts Schlimmes, aber Leute, die ein bisschen bescheuert waren. Ich habe heute herausgefunden, Alkohol macht aggressiv, aber auf eine andere Art und Weise, als ihr denkt. Und zwar, wenn man im Supermarkt eurer Wahl vor dem Spirituosenregal steht, dort etwas sucht, weil man was Bestimmtes haben möchte zum Kochen und einen laufend Leute anrempeln, dann hat man irgendwann Bock, die zurückzuschubsen. Also insofern macht das aggressiv. Zählt, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Du blinkst doch, warum? Hallo? Naja, egal. Ich habe nämlich gestern und heute mal ein bisschen für mich selber gekocht, beziehungsweise mich versucht an zwei Sachen. Gestern gab es einen Nudelauflauf aus Bandnudeln mit Schinken und frischem Spinat und Champignons. Dazu dann halt noch ein bisschen Käse und ich habe das Rezept aus einem Kochbuch und habe es mir ein bisschen abgewandelt. Da hätte eigentlich noch Salami mit reingehört. Das war mir dann aber doch zu viel des Guten. Deswegen habe ich die weggelassen. Und also Zwiebeln gehören noch mit rein. Aber und ich habe schon beim vorher hat er die Zwiebeln angebraten und dann Spinat dazu und die Champignons. Und da habe ich schon ein bisschen Käse mit reingerührt dann, damit der Käse nicht nur oben drauf ist, sondern auch innen drin. Das war ganz gut. Das hat dem Ganzen ganz gut getan, finde ich. Also für meinen Geschmack, wo ich dann ganz gerne Käse dabei habe, so Streukäse in dem Fall, war das, glaube ich, eine ganz gute Idee, den da mit reinzurühren. Heute habe ich mich dann an Kaiserschmarrn versucht. Das hat nicht so geklappt, wie ich sollte. Also, das auch aus dem gleichen Kochbuch. Da ist Kaiserschmarrn mit Marillenröster. Und dafür stand ich dann heute vor dem Spirituosenregal. Hab nicht unbedingt das gefunden, was ich gesucht habe, weil mir der Rest dann auch irgendwie viel zu teuer war. Und dann habe ich da halt ein bisschen improvisiert. Das ist aber nicht das Problem, weil der Marillenröster selber, der ist, glaube ich, ganz gut geworden. Der sieht zwar nicht so aus, wie er aussehen soll, aber er schmeckt. Das Problem war der Kaiserschmarrn selber, weil na, den habe ich vielleicht habe ich zu viel gemacht. Und der ist so, ja, also es geht auch eigentlich, ist nicht so das, wie er ursprünglich sein sollte, was mir aber egal ist, weil er hat geschmeckt. Es ist auch noch was über, denn da konnte ich beim besten Willen nicht noch mehr von essen, weil das hätte, glaube ich, einen mittelschweren Zuckerschock gegeben. Ich möchte gern ein normales Einzelticket haben. Ja, das wollen wir doch alle. Sie nicht? Oh, schade. Ja, also hat geschmeckt. War sehr viel Chaos beim Kochen.
Und die Küche sieht aber noch gut aus. Ich habe noch Brötchen da. Vielleicht kann ich die für morgen so aufheben, dass ich mir... Ich habe eigentlich Bock auf arme Ritter auf. Oder? Naja, ich habe immer so viel Essen da und... Das ist nicht gut. Also es gibt bei mir zwei Zustände. Entweder ich habe frisch eingekauft und habe ganz viel Essen da, oder ich war ein paar Tage nicht einkaufen, weil ich immer bei meinem Papa gegessen habe und habe nichts zu essen da. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt kein, ich habe ganz bisschen was zu essen da für jeden Tag. Ganz komisch, aber hat sich irgendwie so ergeben. Entweder ist viel da oder nichts. Im Moment ist viel da, weil ich jetzt das Wochenende quasi beide Tage für mich selber gekocht habe. Und das ist das Problem dabei, dann esse ich nämlich auch viel. Jetzt ist das, morgen bin ich nicht da tagsüber, da, also für euch ist das dann heute. Da ist Duisburg Spissen in Duisburg angesagt. Wieder wie jeden Monat. Da freue ich mich auch schon drauf. Tatsächlich. Auch wenn es vielleicht schwierig wird. Aber ich darf meine Erwartungen einfach nicht so hoch setzen. Da wird es auch nicht schwierig. Jo. Aber zum Thema Kochen zurückzukommen. Ich hatte das auch schon überlegt. Vielleicht mache ich das auch demnächst. Aber ich habe bei Twitter so eine kleine Umfrage gemacht. Könnt ihr gerne teilnehmen. Ob ich mal so Kochvideos machen soll. Es haben schon ein paar Leute abgestimmt. Ich glaube, die Mehrheit ist im Moment noch dafür. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich hätte das heute zum Beispiel, der Kochversuch, der war sehr, sehr chaotisch. Das wäre bestimmt ein witziges Video geworden. Aber vom Equipment her passte das einfach nicht. Und gestern hätte ich auch kochen, das auch aufnehmen können. Gestern wäre schön gewesen. Aber das mache ich dann demnächst vielleicht, wenn ihr das gerne möchtet. Könnt ihr auch gerne hier in die Kommentare reinschreiben, ob ihr so richtig sowas angucken wollt oder ob ihr also angucken würdet oder ob ihr denkt, oh, nicht schon wieder ein Kochvideo. Kochvideos, da gibt's genug von bei YouTube. Ist relativ egal, also müsst ihr halt wissen, ne? Ob oder ob nicht. Ich würde es auch zusätzlich machen. Also ich würde jetzt nicht, im Moment haben wir so ein 4-Videos-pro-Woche-Rhythmus, außer jetzt die letzten 2 Wochen. Ich würde das dann als 5. Video in die Woche reinpacken einfach. Und zwar auch nur sehr unregelmäßig, also so einmal im Monat vielleicht. Wie ich auch die ÖPNV-Videos da ab und zu reinpacke, ne? Als zusätzliches Video würde ich dann halt das Kochvideo als zusätzliches reinpacken. Da muss ich übrigens auch nochmal gucken, wie ich das weitermache mit den ÖPNV-Videos, wenn ich dann demnächst kein Ticket mehr habe. Könnte interessant werden. Aber da wird sie auch eine Lösung finden. Mit der wir dann auch hoffentlich glücklich sind. Ja. Nee, also bei den Videos, da wird es auch jetzt ab nächste Woche wieder vernünftig laufen. Ich schreibe das morgen nochmal in den Upload-Plan rein und dann stimmt das auch, wenn ich da GeoGuessr reinschreibe, dann kommt auch GeoGuessr. Und ich verspreche das jetzt einfach so und wenn ich es dann doch nicht halten kann, dann bin ich hinter der Buhmann, aber ich denke mal, ich werde das schon halten können. Jo. Und ich merke gerade, ich werde ziemlich müde. Jetzt schon? Ja, eine Viertelstunde zu fahren, Kollege. Ah, schlimm ist das.
Ich gehe aber davon aus, dass ich dann nicht zurückfahre jetzt. Und dann geht's halt, ab nächste Woche geht's dann regulär weiter mit den Umsi-Videos und dann auch den anderen Videos. Und dann tun wir einfach so, als ob es die 2 Wochen nicht gegeben hätte, in denen es keine Videos gab. Das kriegt ja hin, denke ich mal. Was ich dann als nächstes für eine Karte fahre, weiß ich aber noch nicht. Geht ja nicht alles. Wir sind so früh in Brahlheim, wie ich das hier gerade sehe. Ankunft ist ja erst in 2 Minuten, beziehungsweise Abfahrt. Ankunft ist ja egal. Die ist ja nicht unbedingt definiert. Sofern die sich nicht durch eine Pause deutlich unterscheidet. So. Da sind wir da. Hallo. Hi. Hallo, hi. Ich bin übrigens so spät dran. Ich habe gerade noch das Dortmund-Spiel ein bisschen angeguckt. Deswegen etwas später. Aber ist nicht schlimm. Eine Minute stelle ich jetzt vor und eine halbe warten wir dann ab. Okay. Kriegen wir hin. Und dann geht es ja hier gleich links weiter, weil man nicht diese Hauptstraße hier mit der verbinden konnte, die da ist, müssen wir hier durchfahren. Finde ich bescheuert eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke, aber naja. Städtedreieck halt. Da hilft es einfach mal nicht drüber nachzudenken. Ja. Also dadurch, dass ich die Masterarbeit jetzt abgegeben habe, wird es in nächster Zeit erstmal wieder ein bisschen regen. Also, was heißt jetzt abgegeben? Habe ich gerade gesagt, jetzt abgegeben? Dadurch, dass ich die jetzt quasi fertig habe, so abgegeben habe ich die noch nicht. Wird es in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr Videos geben. Das Ganze wird sich dann wieder verschieben. Vielleicht ab Mai. Das werde ich dann aber auch bei Zeiten halt sehen, wie sich das jeweils ergibt. Mein Plan war es ja ursprünglich immer, dass ich freitags und samstags aufnehme, freitagsabends und samstags, und dann schon für die nächste Woche habe. Es hat bisher nullmal geklappt. Null. Vielleicht kriege ich das jetzt hin, ab für nächste Woche. Vielleicht. Wir werden es sehen. Drück mir die Daumen. Wieso sind wir heute eigentlich permanent zu früh? Heizt sich so? Oder ist der Fahrplan einfach so kacke? Niemand weiß es genau. Aber egal. Stell ich gleich nochmal eine Minute vor. Komm ich schneller dazu, Feierabend für heute zu machen. Okay, was heißt Feierabend für heute? Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen wach bleiben. Es ist erst 9 Uhr.
hatte erst kurz überlegt, mit dem Gelenkbus zu fahren. Das wäre lustiger geworden, glaube ich, für euch. Für mich weiß ich noch nicht. Aber habe ich mich gegen entschieden. Ich war wieder eine Minute zu früh. Ich verstehe das nicht. Damit der fährt. Der Kollege hat sich einen Gelenkbus geschnappt. So, so. Stehe ich eine Minute vor, dann despawnt er, glaube ich. Ich glaube, da war ich ein bisschen abseits der Straße. Aber pst. Müssen wir keinem erzählen. Das war gleich schon in Zweiberg, dann geht es natürlich da noch ein bisschen durch, bis Oberstadt ist dann natürlich ein Stück. Schon wieder eine Minute schneller hier als gewollt. Das gibt's doch nicht. Der Fahrplan ist Mist, liebe Roges. Einmal Kurzstrecke, bitteschön. Ich fahre uns immer nur in die Richtung, selten in die andere. Auf der Linie, aber das ist nicht schlimm. Bleib da mit deinem Mercedes. Was wollen Sie dem Kundencenter sagen? Ich glaube, der Mercedes, der arbeitet nicht bei uns, der Mercedes-Fahrer. So. Bisschen unschön, aber es geht. Und dann sind wir ja schon kurz. So. Ah ne, das habe ich schon gesagt. Egal. Der Remscheider Straße. Hallo. Oh, habe ich das Geld nicht vergessen? Ich hätte gerne einmal schöner. Ja. Bitte, bitte. Bitte schön. Hallo, Taxifahrer, ich muss da mal in die Spur für geradeaus. Auch doof gemacht hier.
So, jetzt fahren wir erst an der Klinik vorbei, bevor wir dann auch in diese Straße reinfahren, wo der Taxifahrer da reinfährt. Man hätte auch die Haltestelle hier machen können und uns hinten rumschicken können und den anderen Bus, der von da hinten kommt und wieder nach hinten fährt, andersrum, aber so halten wir immerhin in der Nähe der Klinik und die Leute müssen nicht noch extra über die Straße latschen. Ich glaube, ich bin hier denkbar schlecht durchgefahren. Das geht auch ohne. Na egal. Nichts passiert. Guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte bitte. Bitteschön. Ich weiß nicht, warum ich hier mit Warnblinker anhalten soll. Immerhin fahren hier keine Autos lang. Ist nur für Busse erlaubt. Hoppala! Hab ich mich gerade verschluckt. An der eigenen Spucke. Schlimm ist das. Kennt ihr das? Wenn man sich mal so ganz bräsig an seiner eigenen Spucke verschluckt. Vor allem hätte man hier noch eine Haltestelle hinmachen können. So, Zweibergmarkt. Zweibergmarkt. Und anscheinend Friedhof. Aber überall Touristen. Die Klosterhof und dann sind wir schon da. Wieder Zeit, ne? Ja, wobei, alles gut eigentlich. Wir sind gut in der Zeit, würde ich sagen. So eine halbe Stunde ist ja eine ordentliche Videolänge dann. Dann kann ich das gleich hochladen und dann seht ihr das morgen um 12. So. Dann kommen sie mal rein. Hallo. Ich habe in meiner Planung für die Städtedreieck irgendwann hatte ich hier noch mal eine Haltestelle hingepackt in der Nähe der Sparkasse. Da kann man hier rechts entweder reinfahren oder hier am Straßenrand halten. Geht beides. Oh, da ist grün. Das ist gelb. Keiner gesehen. Bei meiner Version enden dann hier ja auch drei Linien. Eine davon dann, glaube ich, so am Rand, weiß ich gar nicht. Ja, es kann sein, dass zwei an einem der gleichen Halteposition stehen.
So, wir fahren hier hinten rein. Denn hier stören wir keinen. Yep. Okay. So. Dann sind wir auch schon an der Endhaltestelle angekommen. Es war vielleicht doch kürzer als geplant, schneller als gedacht, wie auch immer. Ist aber egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt länger kein OMSI mehr gab. Aber jetzt gibt es das wieder regelmäßig versprochen. Ob ich brechen muss, weiß ich noch nicht. Ob ich brechen muss insgesamt, ich hoffe nicht. Ja, ja, bis zur nächsten Folge und denkt an, dann am Dienstag ist dann Geogesser gehen. Da sehen wir uns das nächste wieder. Bis dahin noch ein schönes Wochenende, also einen schönen Sonntag und tschüss.